So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Wir machen das Seil am Hammer fest. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Ja. Und jetzt werden wir den Kronleuchter aufhängen mit dem Hammer. If anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Na prima. So. If he runs through der kommt hier nicht raus. And takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Autsch. Jetzt kann er hier nicht mehr einfach so durchs Fenster raus. Hier kommt er auch nicht mehr raus, weil die Tür blockiert ist. Nein, die ist nicht blockiert. Wir müssen this diese Tür... door is a perfect means of escape in an emergency. Ja. Da müssen wir noch was tun mit dieser Tür. Können wir den Schrank irgendwie verschieben? Da ist eine Bodenluke. Ha, dann muss er da reinfallen. So. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. So, fallen bereit. Oh, springen wir drüber. Wir müssen es bedecken mit einem Laken. Ja, haben wir jetzt keinen Laken hier. Gegenstand benötigt. This hatch leads to a cellar. This hatch leads to a cellar. Ja. Okay. Können wir hier irgendwie einen Laken noch wegnehmen? Dass ich da drüber schmeißen kann. Die Bodenluke oder ein Teppich oder ein Läufer oder sonst was. The door is now blocked. Ja. Teppich untersuchen. Dann nehmen wir doch den Teppich und legen den drüber. Nehmen. This should be useful. Mhm. So, wieder außenrum. Und dann legen wir jetzt den Teppich über die Bodenluke. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Ja, hupft einfach oben drüber. So, sehr schön. Also, solltet ihr jetzt versuchen, hier rauszulaufen. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Well, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you. But you should be pleased to know that you have served our Queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the Merry Men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques
the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Dann lass uns mal sehen, was sich in diesem Safe befindet. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Ei. Schatz in safe, lange verschwundene Kunstwerke. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Versteckte Kunst. Die antiken Schmuckstücke, die wir im versteckten Safe des verlassenen Herrenhauses in Notting Hill gefunden haben, stellen die hellenistischen Schätze dar, die 1885 gestohlen worden waren und seitdem nie wieder aufgetaucht sind. Foley's Rache. Charles Foley hat den Diebstahl der hellenistischen Schätze organisiert, der zu dem tödlichen Schusswechsel in der Half Moon Street führte. Leighton Chapman war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Wir setzen unsere Untersuchung fort. Sie haben alle Hinweise für diesen Fall gefunden und verarbeitet. Bitte gehen Sie in den Herleitungsbereich und ziehen Sie Ihre Schlussfolgerungen. Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Leighton Chapman der Richtige, also der Echte, oder der Foley. Und ich meine, die Beweise sprechen ja alle für den Foley. Gnade für Foley. Charles Foley wird wegen schweren Diebstahls hinter Gitter wandern. Da er jedoch nicht wegen Mordes angeklagt wird, kann er mit einer milden Strafe rechnen. Keine Gnade für Foley. Charles Foley entwickelte einen teuflischen Racheplan und setzte diesem auch um. Hinzu kommt der Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken. Der Strick ist noch zu gut für ihn. Don't move, you flimflammer. You flimflammer. Finden Sie raus, ihr die Morde. Wir können nichts mehr. Und ich würde fast sagen, der hat jetzt wirklich kein, ich will nicht sagen kein persönliches Motiv, aber wie sagt man so schön, er hat nichts, was irgendwie seine Tat entschuldigt. Oder, ja, wenn man jetzt sagt, ich meine, einen Mord kann man niemals entschuldigen, aber manche Verbrechen werden eben aus einem bestimmten Grund begangen oder weil man jetzt abwägen muss, ist jetzt diese Straftat schwerwiegender als die andere Straftat. Ja. Aber das war ja hier in diesem Fall nicht der Fall. Also er hatte ja jetzt kein besonderes, er hatte jetzt keine psychische Störung oder keine besondere Notlage. Ne? Also wenn er jetzt halt wirklich diesen Diebstahl begangen hätte, um wirklich sein Brot zu verdienen, oder was heißt zu verdienen, oder halt wirklich um zu überleben, ist es zwar auch noch falsch, aber es wäre zumindest eine Erklärung dafür und eine Milderung der Strafe, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist ja hier alles nicht der Fall. Und also ich würde fast sagen, hier in diesem Fall, und vor allem, weil da ja ein Dritter hineingezogen wurde in das ganze Ding. Gnade für Foley. Leighton Chapman war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Untersuchung fortsetzen. Schlussfolgerung. Foleys Rache. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Deuten klar auf einen möglichen Täter hin. Leighton Chapman. Raubmotiv. Persönliches Motiv. Wir spielen jetzt nochmal das andere Ding durch. Leighton ist unschuldig. Gibt es vielleicht noch eine dritte Person? Dann passt aber der Doppelmord nicht.
Raubmord. Leighton Chapman hat einen Doppelmord in der Half Moon Street begangen. Sein Motiv war der Diebstahl von Antiken und kostbaren Schmuckstücken. Das letzte Stück der fünf Widder von Methuli, ein Ring, ist weiterhin verschwunden. Leighton Chapman ist kein kaltblütiger Mörder, sondern lediglich ein junger, törichter und leicht zu beeindruckender Mann. Sein jüngerer Bruder Wiggins hat niemanden außer ihm. Leighton wird eine mildere Strafe erhalten. Leighton Chapman mag zwar jung sein, aber er ist ein ruchloser Mörder, der nur wegen kostbaren Schmuckstücken getötet hat. Er gehört Leighton lebenslänglich hinter Gitter. Nee, das glaube ich nicht. Zirkusakrobat. Leighton ist unschuldig. Und könnte es ein persönliches Motiv geben. Das passt dann auch wieder nicht zusammen. Und hier gibt es keinen dritten, keinen anderen, noch weiteren irgendwie Personen. Und der Brian Vercotti und der andere Ding, die kennen ja alle irgendwie zusammen. Also würde ich sagen, ist es der Foley. Wir haben keine weiteren Schlussfolgerungen mehr. Wir haben nur Foleys Rache und Raubmord. Drum würde ich sagen, ich will ihn zwar nicht gleich erhängen, sondern nur lebenslänglich hinter Gitter stecken. Wir bestätigen unsere moralische Entscheidung. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men, we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty?
Glaubt dieser Typ ernsthaft, dass die Leute, die viel Geld haben und an der Börse, gut, Korruption gibt es und die können auch Einfluss nehmen auf Gesetz, gar keine Frage. Aber glaubt dieser Mann wirklich? Was ist denn jetzt passiert? Ist der Ton noch da? Jetzt. Glaubt dieser Mann wirklich, dass wenn er jetzt die Londoner Börse in die Luft pustet, dass dann alles anders wird? Ich glaube nicht. Das wird vielleicht ein paar Jahre dauern, bis das alles wieder aufgebaut ist und dann wird es so weitergehen wie bisher. Es muss andere Möglichkeiten geben. Dafür muss man nicht die Londoner Börse oder Ähnliches in die Luft pusten, wo lediglich auch nur Leute ihre eigenen Jobs machen. Und klar, wenn man da jetzt Aktien und Wertpapiere und Ähnliches angelegt hat, dann wird man da, dann wird sich dadurch das Geld durch die Zinsen selbst verzinsen und da kann man auch von den Zinsen leben. Diese Leute geht es auch. Aber ja, wie gesagt, das wird nicht dazu führen, dass sich dann letztendlich großartig was ändern wird. Pulverschnur, Spur, Zigarette werfen, Wassereimer, Zigarette werfen. Wir werfen jetzt die Zigarette in die Pulverspur, weil letztendlich aufhalten können wir die Merrymen auch nicht, wenn sie so viele sind. Aber wir werden jetzt hier das Ganze mal beenden. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole Empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the Merry Men are to be stopped. Not by me. You created the Merry Men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more Merry Men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbor. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes... The lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what?
a lady. Schüsse bei Mondlicht. Charles Foley entwickelte einen teuflischen Plan, um seinen älteren Bruder zu rächen, und setzte diesen auch um. Er beinhaltete den Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken, die rechtmäßig dem britischen Museum gehören. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben und ein junger Mann wäre um ein Haar lebenslänglich ins Gefängnis gewandert. Darüber hinaus wurden Foley und seine Bande von den Merry Men angeheuert, die einen Aufstand in London planten. Der Strick ist noch zu gut für ihn. Foleys Rache ist richtig. Gefundene Hinweise 18 von 18. Eben, und das ist eben das, was ich vorhin sagte bei Gnade oder keine Gnade. Seine Existenz ist jetzt nicht bedroht und er hat jetzt auch nicht jemanden sehr nahe stehen, dem er irgendwie das Leben damit retten könnte. Deshalb bestätige ich meine Entscheidung. Sie sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Dabei werden die Spielstände für diesen Fall gelöscht. Mit Nein können Sie eine andere moralische Entscheidung fällen. Mit Ja bestätigen Sie Ihre momentane Entscheidung und beginnen ein neues Kapitel. Ihre Einstufung. Persönlichkeitseinstufung neutral. Fallstatistik. Spiele mit derselben Lösung für den Fall 96%. Spiele mit derselben moralischen Entscheidung 82%. Wir fahren fort und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss, euer Busfahrer.
So, dann war's das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in meinen Kanal, ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Busfahrer.